Ja, Leute, es ist gerade echt, echt früh. Ich bin gerade erst aufgestanden und heute, ja. Ich meine, heute geht's erstmal schmackhaft in den Urlaub. Ich freue mich echt darauf, dass es heute noch in den Urlaub geht. Und ich kann es ja nochmal zeigen für 27. Und ja, ich kann ab heute keine Videos mehr hochladen. Weil ich sozusagen in den Ferien bin. Vlogs wird es trotzdem immer noch geben. Hier ist nochmal mein Zimmer in der komplett dunklen Variante. Ihr seht gerade gar nichts. Und ja, Leute, ich würde sagen, bis dann. Ciao. Ciao. So, Leute, ich bin gerade ganz leise, weil, ja, ihr seht schon, wir müssen hier jetzt noch einige Minuten warten. Schmackhaft 13 Minuten. Das ist auf jeden Fall ganz schön krass und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der U-Bahn. Ganz genau 9 Minuten. Ich bin echt gespannt, Leute. Ich bin echt aufs Zeug gespannt. Lasst auf jeden Fall kommen da, bitte. Leute, es sind noch 5 Minuten. Also wir müssen die Bahn da oben nehmen. Nicht hier und so, das wird zu lange. Also gerade kommt die Bahn. Ich glaube, ihr könnt mich gerade nicht hören. Egal. Wir sind mal ein bisschen raus. Moin, Misty! Und hier sind schon ein Haufen Leute drin und wir steigen jetzt ein. Bis dann, Leute. Hallo. Leute, wir sind gleich bei der Stadtbücherei. Ich bin echt gespannt. Knappe Geschichte. Also wir sind gerade im ICE. Auf jeden Fall sehr geil. Sie gibt gerade Masken. Moin, Meister. Und ja, hier gucken wir gerade raus. Und wir sitzen jetzt im ICE drin. Ja. Es geht jetzt los, Leute. Geil. Sehr, sehr geil. Geht jetzt auf jeden Fall los. Ich bin so aufgeregt, richtig ehrlich. Ja, Leute. Also ja, Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich genau verstehen könnt wegen dem Zug. Auf jeden Fall, wir fahren hier gerade irgendwo hin. Kein Plan wohin. Aber ja, wir sind bald beim Flughafen. Dann wollen wir wieder erstmal ein bisschen auf das Flugzeug warten. Und ja, so lange shoppen wieder einfach und jetzt schneide ich noch mein Video weiter. Und bis dann, Leute. Leute, gerade, also ich sag dir ehrlich, wir sind gerade hier an dem Haus vorbeigegangen und, oder eher gesagt, gefahren schön. Auf jeden Fall, hier ist eine Aare, und Masse. Ja, auf jeden Fall wollte ich nur mal kurz sagen, dass wir in fast einer Stunde da sind ungefähr. Ich blende euch hier nochmal den Countdown ein, damit ihr jetzt auch mal genau seht, wie lange es noch dauert. Obwohl, wenn ihr das Video seht, juckt es euch oder so nicht. Naja, egal. Also auf jeden Fall bis dann, wenn wir beim Flugzeug sind. Oh Leute, hier gibt es gerade einen richtig schönen Ausblick, das ist echt schön. Ja, das ist echt, echt schön. Wir gehen gerade zu den Bergen rüber. Hier ist nochmal ein Busch. Und hier ist auch nochmal ein kleines Städtchen. Hier fährt, ja. Erstmal fährt der Zug vorbei. Ja, Leute, wir sind immer noch nicht da. Es dauert noch, keinen Plan, eine Stunde und 30 oder eine Stunde 35. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich blende euch hier nochmal den Countdown ein. Und ja, dann würde ich sagen, ich mach am Flughafen dann den nächsten Clip. Let's go! Ah ja, ich weiß, lange Fahrt, langer Sinn. Wir sind immer noch nicht da. Erst in, ja, halber Stunde oder so, schätze ich. Das dauert auf jeden Fall noch sehr, sehr lange. Ich drücke gerade mein Handy voll gegen das Fenster. Ja. Das war mal komplett verrückt. Ja, hier ist auch noch mein kleines Haus. Und ich lasse euch jetzt einfach den Ausblick genießen und ja, dann verschnelle ich jetzt das Video. Let's go! So, Leute, ich bin ja gerade ein bisschen am Fortnite zocken und ja.
perfekt. Ich zock mal WhatsApp mit. Perfekt, Leute. Bis dann. Ein bisschen zocken muss ja mal sein, Leute. Wir sind gleich an der nächsten Bahnhaltestelle. Da steigen wir dann nochmal um. Und ja, tatsächlich habe ich jetzt eine halbe Stunde gezockt. Und jetzt geht's ran an die nächste Haltestelle. Und ja, Leute. Ich hoffe, wir sind bald am Flug, aber das sollte wohl bald passieren. Naja, er hat gesagt, wir sind jetzt in der zweiten Bahn und wir gehen gleich zum Flughafen und ja, bis gleich. Also ja, Leute, wir sind gerade am Flughafen angekommen und hier ist echt, echt sehr, sehr viel los. Ich habe keinen Plan, wie sie so vor. Also hier ist echt viel los, ihr seht auch schon gesprochen. Das ist schon echt krass, was hier so abgeht. Wir sehen uns dann gleich im Shopping. Wir shoppen dann ein bisschen. Bis gleich. Leute, jetzt sind wir gerade drinnen. Ja, hier laufen total sehr, sehr viele Menschen. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen mit der Aufnahme. Sonst muss ich die Köpfe nämlich zensieren. Wait, Leute. So, warte, ich bin ganz schnell hoch. Und dann hier, unser Flug ist dieser eine. Dieser nach Stuttgart gibt es auch einen Flug. Okay, krass. Heftig. Ja, auf jeden Fall werden wir dann gleich mal gucken, was wir sonst noch so hier finden. Müller ist ja auch. Ja, wir gucken mal, was wir so shoppen. Also wir suchen gerade. Ach, ich bin auch komplett verpfiffen. Na, wir suchen hier gerade nach McDonald's zum Frühstück. Ja, da hinten ist auf jeden Fall McDonald's zum Frühstück. Stabil. Da werden wir uns jetzt erstmal einen Schmackhaft was essen holen. Dann lasse ich doch, wir nehmen keinen sozusagen Mc's, sondern wir nehmen ja ein ganz normales Frühstück bei Edeka. Ein Brot und eine kleine Wurst. Vielleicht dazu. Ich guck mal, was ich mir so hole. So, Leute, wir haben uns jetzt einen kleinen Platz ausgesucht. Daneben hier ist ein Edeka. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt eine Butterbrezel bestellt. Ein ganz normales Frühstück, muss man verstehen. Und dann noch eine normale Brezel. Also, ja. Check-in machen wir so in 20 Minuten und wir sehen uns dann gleich wieder beim Check-in. Leute, kurz was bevor muss ich kurz was sagen. Das Gewinnspiel ist unten immer noch in der Videobeschreibung. Da kann meine Community einen 200er Tanz gewinnen. Klickt auf den Link, lasst dann einfach bei dem Video, was euch da eingeblendet wird, ein Like da. Ich bin gerade immer noch hier. Warte, ich mach mal. Komplett null. Hier sind die Koffer. Hier ist der Edeka. Ich zahle die Köpfe dann einfach. Und ja. Das Doofe ist halt auch, meine Mama bestellt wurde, aber es dauert ein bisschen lange, weil da halt eine Rätsel geschlagen ist. Okay, gut. Ja, Leute, ich frage jetzt auch gleich mal, ob ich mir 15 und einen Pandemie-Shop mehr hier von meinem Urlaubsgeld abkaufen kann. Mal gucken. So, Leute, jetzt ist mein Essen angekommen. Da ist, ja, das andere Essen. Und ich würde sagen, jetzt hauen wir erstmal rein. So, ja, Leute, wir sind jetzt hier auf dem Hauptplatz. Und hier ist dann so eine Werbung. Alles klar. Hier oben ist das Dach. Feiere ich auch. Dann gibt es hier noch Boden und das ist der Shop, Wollmeister. Auf jeden Fall höre ich jetzt mal ein bisschen auf zu vloggen, weil ich auch ein bisschen Pause zwischendurch machen will. Und ja, wir sehen uns dann, wenn wir eingecheckt haben. Leute, wir sind gerade beim Check-in. Hier oben, da ist Check-in. Und ja, wir werden jetzt einchecken. Also wir stehen gerade bei der Hälfte von der Schlange. Auf jeden Fall checken wir gleich ein und ja, dann werden wir mal gucken, wie wir es machen. Entweder wir kaufen uns einen 15er Tandoori-Shop oder schon mal eine Paysafe-Palette. Leute, wir sind jetzt gerade im Scanning. Ich gucke gerade ein bisschen rum. Wir sind hier. Ah, nein, Abflug. Und ja, jetzt scannen wir uns erstmal. Leute, also wir sind jetzt mit dem Scanning fertig
Und ich würde sagen, wir gehen jetzt shoppen. Ja. Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Flugzeug. Alles klar. Wir müssen in die A16. Da laufen wir gerade hin. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Bus. So Leute, mein Handy hat fast keinen Speicher mehr. Ich muss jetzt echt aufpassen mit dem Speicher. Also das in dem Flugzeug muss ich mir echt noch aufsparen. Und ja, wir essen jetzt erstmal ein paar Gummibärchen und warten, bis der Flug geht. So Leute, ich bin wieder back. Ja, ich muss kurz meinen Speicherplatz auffüllen. Ich hoffe, das reicht dann für die Flug noch, dass ich den ein bisschen aufnehme. Und ja, ich kann einfach nur 6 Minuten aufnehmen. Perfekt, Leute. Auf jeden Fall bis gleich, wenn wir im Flugzeug sind oder eben gesagt im Bus. Oh mein Gott, Leute, es geht gleich los. Also gut, Leute, es geht gleich los. Der Flieger hat eine kleine Verspätung, aber gleich geht's los. Und der Flug hat sich doch nochmal verzögert. Also Leute, es geht jetzt los. Ja, hier nochmal kurz auf Beweis, hier geht's jetzt los. Nach Palma de Mallorca. Die Verspätung kam ein bisschen bis 12:35 und das warten wir jetzt noch aus. So Leute, jetzt geht's ab zum Bus. Ich weiß, hinter uns ist ein Koffer, das rüttelt ganz schön. Auf jeden Fall hier ist nochmal ein kleiner Ausblick. Und ja, jetzt gehen wir erstmal nach unten, würde ich sagen, Leute. Bis gleich im Bus. Sorry, falls ich die meisten Sachen... Entschuldigung, ich bin gerade übelst verwirrt. Sorry, falls ich die meisten Sachen immer gleichzeitig sage. Okay, wir sind jetzt unten angekommen. Mal gucken, wo unser Bus ist. Wait, hier ist unser Bus. Das hier ist unser Bus, den wir jetzt nehmen. Und ja, müssen wir jetzt wohl ein bisschen aufpassen. Plätze, Leute, jetzt sind wir endlich im Flugzeug. Boah, das gerade eben war ganz schön laut. Hier sind nochmal die paar Autos, die rumfahren. Hier ist nochmal ein anderer. So, jetzt. Ich bin echt gespannt. So, Leute, wir gehen gleich nach oben. Ich habe jetzt schon einen Kaugummi im Mund, damit meine Ohren nicht zu doll wehtun. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das sein wird. Also, ja. Ich bin gespannt. Oh mein Gott. Wir fliegen auf jeden Fall gleich los. Das geht gleich los. Manometer, jetzt müssen wir wieder lange warten. Verdammt. So Leute, gleich geht's los. Noch ein bisschen warten. Und jetzt gleich los. Ich spüre euch das mal vor, wann es losgeht. So Leute, jetzt geht's los. Ihr seht schon, der Bildschirm wackelt, es geht auf jeden Fall los. Sehr geil, ihr hört auch noch die Stimme im Hintergrund. Ich weiß, ihr hört nicht so gut, aber okay. Leute, da vorne steht auch ein Mann, der gleich das Flugzeug anführt. Geil. Jetzt startet er richtig durch, Junge. Ah, let's go, endlich. Ich bin echt gespannt. In der Luft mache ich gleich auch nochmal ein Video, aber das müssen wir uns jetzt erstmal angucken und genießen.
noch ein paar Flugzeuge. Fliegen wir erst in ein paar Tagen oder ein paar Stunden. Da vorne sind die Busse. Ich glaube hier vorne, da beim Bus, da sind wir eingestiegen vorhin. Und hier ist nochmal ein anderes Flugzeug. Mal gucken, wie wir jetzt weit, ganz, ganz weit nach oben fliegen. Ich bin echt gespannt. Okay, gut. Also. Er startet durch, es rüttelt ganz schön. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, weil ich habe gerade eine Maske auf. Oh Gott, oh Gott. Gleich geht's nach oben, Leute, gleich geht's nach oben. Leute, er lenkt gerade auf die Startlinie zu, wo er nachher starten wird. Ihr seht jetzt. Gleich ist es soweit. Gleich heben wir ab. Oh mein Gott, das ist spannend. Ich bin, glaube ich, seit einem Jahr kein Flugzeug mehr geflogen, aber okay. Boah, jetzt biegt er richtig ab. Das Ganze muss er jetzt noch machen und dann fliegen wir hoch. Ah, kann ich das von der aufnehmen? Ne, kann ich nicht. Okay, mal gucken, was er jetzt macht. Jetzt drehen die Motoren. Genau jetzt. Jetzt heben wir ab. Jetzt gleich heben wir ab. Oh Leute, ich bin echt aufgeregt. Und Spaß. Ja, Leben ist natürlich so hier. Also mal gut. Motoren ganz laut, ja, und er gibt richtig Gas. Oder werde ich in den Sitz gedrückt? Geil. Okay, Leute. Jetzt geht's ab. Oh, hört ihr mich noch? Hallo? Ja, moin. Okay, Leute, jetzt geht's richtig ab. Gleich fliegen wir ab. Gleich geht's ab. Gleich geht's ab. Gleich geht's ab. Leute. Und mein Handy hat fast keine Akku mehr, perfekt.
Gott, ich muss mir den Akku noch nachher zum Blocken aufheben. Sorry, Leute. Also, dann gucken wir mal, was nachher uns so passiert. Wir sind gerade mitten in der Wolke. Ey, ist so krank. Wir sind gerade mitten in der Wolke. Ihr seht fast bestimmt nur weiß, aber wir sind halt echt mitten in der Wolke, Junge. Das ist krank. Boah, ja, das ist jetzt ein richtig schöner Ausblick. Ey, es macht so Bock zu fliegen. So, Leute, hier ist der Chiemsee oder der Kahnsee, kein Plan. Und wir fliegen gerade über, kein Plan, wo wir gerade sind. Richtig schöner Ausblick, Leute. Ich meine, guckt euch das mal an, wie schön das ist. Alter. So, hier erstmal eine schmackhafte Fanta geholt. Geil. So, Leute, jetzt sind wir ganz, ganz weit oben und hier ist das Meer. Wir fliegen gerade über das Meer. Da hinten ist... ja, das Mittelmeer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann als nächstes am Flughafen. Leute, wir sind fast unten in Mallorca. Hier ist Mallorca. Boah, ich bin echt gespannt. Wir landen auf jeden Fall gleich und dann gehen wir auch gleich sofort zum Dings und steigen gleich in unser Bus ein. 2 Stunden der Busfahrt. Wird knappes Ding. Gerade landen wir. Wie das rüttelt. Macht die Vollbremse und alles klar. Ui, 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 wie das war halt. Oh, Leute. Ja, ist halt echt so. Leute, wir sind angekommen. Das Flugzeug steht gerade. Wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Wir sind hier gerade im Koffer abholen. Geil. Geil. Ja, auf jeden Fall sehr cringe sind wir beim Koffer abholen. Was das für ein Video wird, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Leute, wir sind hier gerade am Bus, hier lädt. Sozusagen laden gerade die Leute auf und dann geht's ab zum Hotel. So, Leute, jetzt fahren wir gerade zum Hotel und ja, das ist auf jeden Fall ein echt schöner Überblick über sozusagen Mallorca. Und ja, mein Handy hat nicht mehr 4%, deswegen muss ich jetzt aufhören und ich mache dann ein Video vom Hotel. Bis gleich. So, Leute, ich liege gerade im Bett hier schön im Hotelzimmer. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool und ja, jetzt werde ich hier erstmal ein bisschen rumchillen und ja, Leute, nächster Tag, nächstes Glück. Es ist jetzt tatsächlich so hingekommen, dass ich jetzt komplett hier sitze und jetzt erstmal ein bisschen chillen werde. Ich hoffe, euch hat das kleine Compilation-Video gefallen. Und ja, Leute, wenn ihr mehr Videos von Vlogs sehen wollt, lasst mich gerne ein Abo da, oder? Und bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao.